Auch in Call of Duty Advanced Warfare sorgt der Mehrspielermodus wieder für richtig Stimmung. Die neuen Exo-Fähigkeiten machen das Spielgeschehen noch etwas flotter und abwechslungsreicher als in den Vorgängern. Einige Probleme nehmen mir aber regelmäßig den Spaß am Spiel. In diesem Video verrate ich Ihnen die drei Dinge, die mich am meisten aufregen. Nummer 1, die miese Balance. Einige Waffen und Ausrüstungsgegenstände sind nahezu nutzlos, andere dafür zu stark. Besonders problematisch sind die Streaks. Die Orbitalvorräte zum Beispiel sind günstig und versorgen mich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mit mächtigen Streak-Belohnungen. Das Fernlenkgeschütz dagegen ist erst sinnvoll nutzbar, wenn ich es mit dem teuren KI-Upgrade ausstatte. Das lohnt sich einfach nicht. Zweitens, die dynamischen Karten. Mit den Levolution-Effekten aus Battlefield 4 kann Advanced Warfare einfach nicht mithalten. Zwar gibt's auch hier Flutwellen und sogar einen Vulkanausbruch, aber so beeindruckend wie bei der Konkurrenz ist das Ergebnis irgendwie nicht. Ohnehin die Maps. Spielerisch sind sie zwar alle in Ordnung, aber keine der Karten hat einen wirklich bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Drittens, technische Mängel. Ich zähle einfach mal auf. Keine dedizierten Server, kein Serverbrowser, Lags, schlecht funktionierende Lag-Kompensation, Pings aus der Hölle, heftige Ruckler, Performance-Unterschiede auf gleichwertigen Grafikkarten, Cheater und. Wer wissen will, warum mich Advanced Warfare trotzdem immer wieder vor den Bildschirm lockt, der schaut sich am besten direkt mein Video zu den besten Dingen im neuen Call of Duty an.